So, das Feuer deines Herzens möchte mal widersprechen. Wir sind jetzt seit einigen Wochen wieder im Norden. Und es ist schon sehr viel in uns und auch um uns herum passiert. Ja, und wir möchten dir damit einen Gruß schicken, dein Herz berühren und dir einfach teilen, wie es uns gerade geht und was uns bewegt. So, jetzt kommt die Eva schon so ein bisschen. Ich habe gerade gesagt, ich habe mehr Lust auf einen bisschen lebendigen Film aus dem Hier und Jetzt, als einfach nur fest an einem Punkt. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist vom Licht hier. Wahrscheinlich sehen wir nicht so viel. Ich persönlich hatte heute Morgen dieses ganz starke Empfinden, einfach ganz viel Dankbarkeit für die Kinder, die wir haben, für die Familie, die wir sind, dass jedes Mal, wenn die Kinder, oh, jetzt hat Rahel gerade hier das Lavendel, schmiert sich gerade mit Lavendelöl rein, Eva. Das ist ein bisschen viel. Pass mal auf. Nehmen wir es auf. Das müssen wir, kannst du mal kurz, Rahel, das ist ein bisschen zu viel. Nimmst du sie mal, Eva? Jetzt voller Lavendel. Nein, wie hat sie das nicht gemacht? Ja, wir waren da beide gemeinsam. Macht nichts, alles gut. Nee, ja, das ist zu konzentriert. Dann tun wir mit Kokosöl. Ja. Ah, das ist jetzt nicht ins Gesicht gehen. Nicht ins Gesicht gehen mit dem ganzen Lavendelöl. Stopp, 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 stopp. Jetzt. Genau, einfach verteilen, ne? Ja, komm hier. So. Da. Da, 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 da. Ja, okay. Ja. Hat sie überall? Hier oben sind die kleinen. Die kleinen Schwalben singen ihr Lied. Der Morgen beginnt und ich stehe auf und reibe mich mit Lavendelöl ein. Das Kokos kommt dazu. So beginnt der Tag. Tag und du bist dabei. Alles andere ist einerlei. Wir sind zu dritt. Das ist so schön. Und das soll auch ein. Dieser Film ist auch für Menschen, die viel allein sind, die vielleicht sehr viel Einsamkeit erleben, viel Isoliertheit. Und ich spreche von der Einsamkeit, die, ja, die nicht dazu führt, dass du wirklich glücklich bist, sondern die, dass dich etwas in die Isolation, in die Einsamkeit geführt hat, einfach weil einfach darunter Ängste sind. Ängste, die dich hemmen, die dich lähmen. Und dieses zu dritt, wir sind zu dritt, das ist so das, wo in einer Beziehung eigentlich erst ein Tor aufgeht, wo du spürst, ihr seid nicht alleine. Das heißt, du kannst dich auch alleine fühlen mit einem Partner zusammen, aber wenn dieses Dritte nicht dabei ist, für mich ist das so, dass der Heilige Geist, das ist die Essenz unseres Seins, das ist das, aus dem wir alle stammen, aus der Quelle, aber die letztlich aus unserem Herzen fließen möchte. Und das ist so für mich die einzige Kraft, die mich auch in einer Beziehung hält, weshalb wir immer weitergehen, weshalb wir miteinander wachsen, weshalb unsere Beziehung für mich einen tieferen Sinn hat, als einfach nur Partnerschaft, als einfach nur miteinander zu sein, um nicht alleine zu sein. Und um das nochmal, um die Brücke nochmal zu schlagen zu den Kindern, ich bin heute Morgen, wir hatten gestern so einen tollen und lustigen Tag mit den Kindern. Das war teilweise für mich so fast schon grenzwertig, weil einfach so viel Energie war, aber im Grunde waren es meine eigenen Grenzen. Ich konnte mich in den Kindern irgendwie sehen, wie viel Energie ich oft als Kind hatte und dass ich da auch irgendwie immer wieder gestopft wurde in dieser Energie. Und gestern habe ich es einfach mal frei fließen lassen. Die Kinder sind mit mir einkaufen gegangen und haben Stöckelschuhe angezogen und liefen wie so Tanten durch den Laden und lachten und hatten ihren Spaß. Und ich auch und die Leute um uns herum eigentlich auch. Und trotzdem gab es immer so einen kleinen Teil, Mensch, ist das nicht zu viel und ist das nicht zu laut? Und ja, und wir haben ja irgendwie immer mehr gelernt, uns in unsere Energie zurückzunehmen. Teilweise ist das ja auch wichtig,
um ja auch ein Gefühl zu bekommen von dem Raum, der uns umgibt. Und teilweise kann es aber auch uns schaden und sogar so in die Isolation und Einsamkeit führen, dass wir unsere Energie so weit zurücknehmen, einfach weil wir uns nicht mehr erlauben, vollkommen zu sein. Einfach aus Angst, abgelehnt zu werden, anders zu sein, uns zu verströmen. Ne? Und das kannst du auch auf die Partnerschaft übertragen. Wenn du dich so weit zurücknimmst, dann kannst du einmal auch nicht mehr empfangen. Du kannst weder empfangen noch geben, weil du gar nicht mehr so richtig mit dir selbst verbunden bist. Und dann machen wir oft den Partner dafür verantwortlich und sagen, ich bin nicht mehr glücklich in der Partnerschaft. Ich bekomme nicht das, was ich brauche. Und im Grunde bekommst du automatisch immer das, was du brauchst, wenn dein Herz offen ist zu dir selbst und du dich verströmen kannst. Und die Konflikte, die dann hochkommen oder die Reibereien, die dann entstehen, das macht eine lebendige Partnerschaft aus. Gut, und wir versuchen unsere Kinder darin zu begleiten und gleichzeitig auch teilweise mal anzuleiten. Jetzt ist auch mal eine Grenze da oder so. Und heute Morgen lief ich so durchs Haus und die Kinder waren relativ früh aus dem Hause und sind mit Freunden frühstücken gegangen. Und da war es so still plötzlich und ich spürte nochmal diese Dankbarkeit, dass wir Kinder haben, dass diese Kinder bei uns sind, weil ohne diese Kinder wäre unser Leben langweilig. Es war irgendwie tot. Es wäre einfach sehr anders und ich würde sehr viel vermissen und ich bin sehr froh, dass wir uns für Kinder, dass wir dieses Geschenk haben, dass wir in diesem Kinder, dass wir in diesem Leben eine Familie sein dürfen. Ich weiß nicht, ob es langweilig wäre, aber es ist so, dass die Kinder bist du so einfach mehr gefordert, so dich zu erweitern, dich auch zu öffnen so für die Freude. Und ich schiel schon auch immer oft so, ne, wenn wir irgendwo sind, zu Frauen rüber, die oder Paaren, die ohne Kinder sind und einfach dann so ihr Ding machen und eine Freiheit haben, die ich oft vermisse. Aber ich weiß, wenn ich dann, wenn ich mich reinversetzen würde, dann in diese Frauen und rüber schielen würde zu den Tischen, wo Familien sind, würde ich mich genauso fühlen. Also genauso, dass ich irgendwas vermissen würde und ja, womit wir wieder wären, so ist es gut, so wie es gerade ist, für jeden. Auch für euch, die ihr gerade keine Kinder habt und die ihr euch im Leben vielleicht was anderes vorgenommen habt. Nur. Also meine Botschaft war eigentlich. Ist die Botschaft, ja, genau. Meine Botschaft war einfach so, wenn du das Leben annimmst und das Leben dich vom Leben packen lässt, ja. Da wo das Leben dich einfach hinführt. Und in diesem Leben geht es einfach für mich einfach in diesem einfach voll nochmal um Kinder, um Familie, um Partnerschaft. So, wirklich Partnerschaft leben. Und dem inneren Kind auch einen Platz geben. Wenn du mit diesem inneren Kind nicht mehr verbunden bist und dieses Kind dein Leben nicht durchströmt, das heißt, du nicht mehr so singen kannst aus dem Herzen und lauschen kannst auf das, was vielleicht jenseits ist deines Verstandes, weil Kinder laden dich auch immer wieder ein, dich aus deinen Begrenzungen zu befreien, dich auszudehnen und zu erweitern. Das meinte ich jetzt so mit Langeweile. Das kannst du auch ohne Kinder erleben, nur es ist einfacher, weil die Kinder, wenn du die direkt jeden Tag erlebst, merkst du einfach, wie oft du vielleicht in den Verstand gehst und über Dinge nachsinnst. Und Kinder sind ganz spontan und gucken immer von einem Moment auf den anderen, was möchte ich jetzt haben, was möchte ich jetzt erleben. Und die spüren ja auch. Die holen dich auch raus. Ja, ne? die holen dich auch raus und die spüren ja auch, wenn es dir nicht gut geht. Ja. Und geben dann so ihre Herzensenergie. Und das meinte ich einfach heute, dass das einfach so ein Moment war, wo ich dachte, Mensch, gestern war es mir fast zu viel und heute dachte ich, jetzt sind sie weg. Und wir freuen uns ja manchmal auch schon auf die Tage, wenn wir dann so wieder alleine sind und uns zurückziehen können und vielleicht Oma und Opa werden. Aber diese Zeit ist im Augenblick sehr intensiv und das Leben, ganz egal wo du gerade stehst, packt dich genau gerade an deinen Punkten, wo du dich vielleicht zurückgezogen hast in dich, aus Angst, etwas nicht mehr ertragen zu können. Und da gibt es immer mehr Menschen, die in so eine Art Burnout gehen oder die in die Isolation gehen, weil einfach das Thema Überforderung ganz stark im kollektiven Raum ist. Überfordert zu sein. Und wir möchten euch hier an diesem Ort dazu einladen, dir bewusst zu machen, frag dich immer, wenn du über solche Sachen nachdenkst, inwieweit geht die Energie runter und du fühlst dich schwer über diese Gedanken oder inwieweit geht es für dich darum, dich noch mehr zu öffnen, dich wirklich einfach zu öffnen. Für das Tiefste, für das Schwerste in deinem Leben und gleichzeitig dich auszurichten auf das, was du wirklich willst, für diese Lebensfreude zu öffnen. Und dazu laden wir euch ein.
an diesem Ort hier. Laden wir dich ein. Okay. Ja. Nimm Kontakt zu uns auf über unsere Webseite, da kannst du schon auch einmal ein paar Fotos sehen, hier von diesem Ort. Vielleicht spürst du diese Magie, die hier ist. Es ist eine Insel, es ist drumherum findet so das Leben statt. So, ne? Es gibt hier auch Landwirtschaft, es gibt Windräder, Sachen, die nicht so schön sind, mit denen wir auch viel gehadert haben, aber na, manchmal auch noch hadern, aber hinter den Bäumen, also hier, sobald du auf diesem Grundstück bist, auf diesem Land, spürst du eine Magie, die fast nicht von dieser Welt ist. Und das ist was, etwas, was uns auch immer wieder hier hin zurücktreibt. Auch wenn es uns auch manchmal hier zu viel wird und wir viel mit diesem Thema Überforderung auch beschäftigt sind, ist hier etwas, das sagt, das ist jetzt unser Ort, unser Wirkungsfeld. Wie lange das so ist, bleibt dahingestellt. Aber wir fühlen immer mehr, ja, dass wir auch dazu bestimmt sind, hier zu sein und diesen Ort auch anderen Menschen so zur Verfügung zu stellen. Und Überforderung hat viel oft was damit zu tun, dass wir innerlich Platz machen müssen für das Göttliche, für eine sprudelnde Energie, die mit Bewusstsein zu tun hat, mit Liebe. Und oftmals ist es so, dass wir uns selbst vergessen haben, weil wir immer noch in der Vergangenheit sind und versuchen dort Baustellen zu reparieren, die meistens mit dem Hier und Jetzt wenig zu tun haben. Und diese universelle Liebesenergie, diese göttliche Energie, die lädt dich immer in jedem Moment ein, dich zu befreien, dir bewusst zu machen, dass du Mitschöpfer bist deines Lebens und dass du die Wahl hast, dein Leben so auszurichten, dass du wahrhaft wirklich glücklich sein kannst, was auch immer da gerade ist. Ob du gerade einen Partner hast oder nicht, ob du gerade Familie hast oder nicht. Und dafür steht dieser Ort. Mach Platz, schaff Raum, befreie dich und lass diese Energie durch dich durchwirken. Und Burnout und Überforderung hat oft was damit zu tun, dass wir Angst haben, diesen Strom durch uns durchfließen zu lassen, weil wir meinen, wir sind nicht fähig, wir fühlen uns oft unfähig, unwert. Und das hat auch einen Sinn. Denn diese Energie kommt aus einer anderen Quelle und hat oft andere Absichten, als wir die von unserer Persönlichkeit haben, über uns, unser Leben, wie das laufen soll. Und dafür steht dieser Ort. Das ist ein mystischer Ort, ein luminoser Ort, der für Heilung und Verbindung zum Herzen steht. Okay. Dann vielleicht auch bald. Liebe Grüße aus der Krise. Tschüss. Tschüss. Sehr lange gesprochen jetzt. Und ich wollte eigentlich mehr so in das Windrauschen aufnehmen. Und guck mal, das ist noch der unter Ganesha. Der steht hier schon seit 3 Jahren. Den haben wir irgendwann, da waren wir noch so richtig Weltreisende, den haben wir irgendwann mal mit dem Hubwagen hier mit der Spedition hingestellt. Und jetzt suchen wir eigentlich einen neuen Platz. Er könnte hier vorne stehen, bei den Rosen. Wir dachten schon, soll er uns einfach, möchte er jetzt gehen? Darf er uns jetzt verlassen? Und ich habe mich auch nochmal gefragt, ich habe einen sehr urchristlichen Hintergrund. Und solche Figuren und solche Götter haben mich früher eigentlich immer abgeschreckt. Ich fand die immer furchtbar. Und der Ganesha hat uns über die ganzen Reisen, Weltreisende sind wir ja geworden, hat er uns immer begleitet. Er kam immer wieder. Und ich kann dir gar nicht so viel über ihn erzählen. Das kannst du ja nachgoogeln, wenn dich das interessiert. Viele wissen das. Das ist eigentlich recht simpel. Das ist eine indische Gottheit, aber ich verbinde mich damit nicht mit irgendeiner Religion, sondern er steht für mich auch für, dass du dem Göttlichen in deinem Leben den allerhöchsten Platz einrichtest. Das, wie es in der Bibel steht, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Und dafür steht diese Figur. Und aus dem Christlichen wüsste ich nicht, könnte ich hier, weiß nicht, wen ich hier hinstellen sollte. Jesus oder wen, es würde nicht passen. Dieser Ganesha zertrümmert und fegt alles aus deinem Leben, was dich hindert, dieses Göttliche mehr zu verkörpern. Ohne dich über andere Leute drüber stellen zu wollen, ohne andere Leute maßregeln zu wollen, ihnen aufzuzeigen, wie schlecht sie sind, ne? Das ist also dieses Pharisäerbewusstsein. Nein, dieser Ganesha steht einfach für diese, da kommen alle Religionen zusammen.
Es steht einfach für dieses Öffne dein Herz, für dieses Licht in deinem Leben. Und wenn es dir schlecht geht, wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich wirklich getrennt von irgendeinem Sinn, dann befreie dich und mach dich auf. Und das kann manchmal ganz einfache, kleine Dinge sein. Und dein inneres Kind führt dich dabei. Mit deinem inneren Kind an der Hand kannst du sehr viele Dinge in deinem Leben öffnen. Besonders in der Beziehung, dann wird Beziehung saftig, lebendig. Der Schatten kommt auch herein. Das heißt, es gibt ein Sonnenkind und auch ein Schattenkind in einer Partnerschaft. Und wenn du dich tot fühlst und dich abgeschnitten fühlst von was auch immer, Beziehung erleben wir ja überall, dann frag dich, ist es jetzt nicht Zeit auch für dich, dich zu besinnen, was aus dir heraus möchte. Und dazu möchten wir dich und besonders ich, dich einladen. Tschüss.